Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Ich bin Sanfinkol. Ich stehe hier in dem Gebietchen hier, nachdem die heiß umkämpfte Brücke von mir eingenommen wurde. Ja, ich habe die ganz alleine eingenommen. Ihr braucht gar nicht so große Klappe aufreißen. Ich war es, ganz alleine. Ihr seid zwar dann hinterher gekommen, aber ihr habt nichts gemacht. Ich musste das ganz alleine machen. Ich habe mich schon geärgert, keine Munition gehabt mehr, nichts mehr da gewesen. Aber ich habe es dann letztendlich trotzdem geschafft. Mit dem Mörser habe ich noch ein bisschen gearbeitet. Ja, war alles weg. Granaten weg, Molotows weg, alles weg. Aber ich habe es geschafft. Und das ist das Gute dran, denn ich kann jetzt weiter. Nach Nordkyrat komme ich jetzt. Und ich werde mir jetzt erstmal den ersten... Oh, was ist das hier? Royale Fracht? Nee, mache ich nicht. Ich werde mir erstmal diesen Turm hier vornehmen, glaube ich. Den Glockenturm. Das werde ich dann aber auch wieder alles offline machen. Ist nur der erste Turm in Nordkyrat, weil ich ja nicht weiß, wie es da aussieht. Ich bin froh, dass ich einen Mischpult habe. Da kann ich schön den Ton schnell runterziehen. Ich muss voll wieder husten. Ich weiß nicht, der Husten ist so hartnäckig. Ich weiß nicht, was da los ist. Wo ist denn eigentlich mein Hubi? Verdammt. Wo ist denn mein Hubi? Da steht noch eine Karre. Das sind ganz andere Autos, ne? In Nordkyrat. Die haben andere Fahrzeuge. Oh, da ist ja mein Hubi. Bin ich ja glatt vorbeigelaufen. Ja, ich nehme auch hier wieder mein Lieblingsgefährt. Ja, das sind Jeeps irgendwie. Die sehen ganz anders aus wie die Pickups. So, jetzt werden wir mal gucken, wie ich da hinkomme. Komme ich hier rüber? Ich glaube eher nicht. Ich fliege außen rum. Oh, es steht ein rotes Auto. Ja, die haben tatsächlich wirklich nur diese Jeeps anscheinend. Cool. Mal was anderes wie die Pickups. Ah, da hinten ist Amita. Ja, auch gut. Gut zu wissen. Und hier ist eine grüne Pflanze. Die nehme ich mir wieder mit. Ich habe die nämlich alle verbraucht. Tatsächlich, ich hatte am Ende überhaupt nichts mehr zum Heilen. Und musste nur die Standardheilung hinnehmen. Und das war auch ganz schön knapp. In die Hocke, in die Hocke, in die Hocke schnell. Sonst kriege ich gleich eine verbrezelt. Ja, passiert mir fast immer, wenn ich vom Heli aussteige, kriege ich als immer eine noch mit. So. Weil das höher, 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 höher. Und dann geht's weiter. Oh, oh. Wer? Wo? Wie? Und warum? Wo denn? Wo denn? Die auf dem Boot? Oh. Wow, wow. Alter, die rutscht aber ganz schön, die Knarre, hey? Das schwere MG. Ja, komm, ist gut. Aber wieso können wir... Wo ist das Ding? Wieso? Na warte. Wir werden mal gleich mal austesten. Ey, die sehen mich vorher, als ich sie sehe. Das kann ja auch nicht sein, ne? Da. Ja, leck mich doch. Oh, sag mal, hey. Das gibt's doch gar nicht. Rotzer, hey. Meine Schutzweste ist natürlich weg. Die Munition geht auch... Ah, das ist ja nix, hey. Ich brauche muss mit... Die Waffe ist zwar geil, die hat richtig Power. Leck mich jetzt. Ich gehe jetzt zum Turm. Aber ich kann bloß so wenig Munition aufnehmen. Ja, komm. Und fort mit dir. Wo ist denn der blöde Turm? Da drüben ist er. Ey, was ist denn hier los? Nur rote. Oh, hier auch. Autschi. Autsch, autschi. Runter. Die Hocke.
Ist das jetzt weg, dieses Karma-Gedöns? Oder stehen die noch da? Falsch. Was? Du siehst mich gar nicht. Wieso treffe ich den Lappen wieder nicht, Mensch? Hast du auf? So. Hat geklappt. Was war denn das? Hä? Oh oh. Du Lappen, hey. Die haben alle so, die haben da auch in Nordkyra diesen Cheapster. Was machen denn die da? Weg, 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 schnell. Da ist aber die Hölle los hier gerade. Was geht? Das Pflänzchen nehme ich noch mit. Alter Schwede. Kann ich auch schnell plündern, bitte? Ja, dann halt. Ah, doch, dich kann ich noch mitnehmen. Okay, warte. Und dich? Ist denn der tot? Haben die jetzt mein Heli zu Schrott gefahren? Nee. Ich hoffe mal nicht. Doch. Heieiei. Was haben wir denn schon wieder? 8 Minuten rum. Ich glaube, den Turm, den kriege ich noch hin. Ey, sag mal. Leckt mich jetzt in die Tasche, echt. Habe ich schon lange nicht mehr gehört. Aua. Aua. Oh oh. Warte. Boah, leck mich doch in die Tasche, echt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo sind denn die? Ja, ist gut. Was? Alter Schwede. Das ist ein bisschen härteres Pflaster hier. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Wollen wir erstmal sehen. Wo ist denn dieser blöde Dachs? Das ist unser Kampf. Yeah.
Oh ja, genau. Auf mich natürlich. Drecksvogel, echt. Weg mit dir. Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Diese Scheißvögel da. Was? Was war denn das für eine Stimme? Oh. Das ist unser Kampf. Wo denn? Bitte denn? Im Namen des Königs, stirb! Was? Wieso? Wo bist du denn? Wo ist der Lappen? Ey, ich krieg die Krise mit diesen Drecksvögeln hier, echt? Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Diese Scheißvögel. Ja, warte mal ab. Selber spast. Wieso geht der Drecksvogel immer auf mich? Ich mach dich fertig. Ey, wo denn? Wo denn? Ich bin doch in der Dash, ey. Wo denn? Ja, geh vor. Geh mal vor. Hab ich gar nicht. So, der Bogenschütze wäre mal. Ja, wo bist denn du? Ah, hier. So, aber meine Zeit ist verschwendet. Habe ich da etwa Bienen? Aber wo? Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Andere Seite. Das Land Lyra zu verlassen, ist eine unverzeihliche Sünde. Deserteure werden erschossen. Mann, echt. Komm ich da jetzt weiter? Hier glaube ich, oder? Oh, da oben. Hm, wie mache ich das am besten? Die greifen mich mit Sicherheit an. Jetzt fackelt der Turm ab. Super. Ja, perfekt. So muss es sein, Mann. Oh, das geht schon aus, Feuer. Gut, alles klar. Jetzt muss ich nur noch einen Aufgang finden. Empfang, nein. Ja, wie habe ich das vermisst? Hier. Ey, wie soll ich denn da hinkommen? Okay. Jetzt echt? Da springen und dann? Was? Oh, ich riskier's. Oh. Oh, tot. Was? Nicht ein Kratzer?
Okay. Ja, meine Freunde, ihr seht, ich habe den Turm erreicht. Sind 15 Minuten vorbei. Eigentlich müsste ich jetzt hier schon wieder ein Folgenpäuschen einlegen. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll und dann in der nächsten Folge dann... Oh, diese Tussi. Die nervt so. Ich muss den Aufgang finden. Ja, ich werde es, glaube ich, so machen. Ich werde hier ein Folgenpäuschen machen. Genau. Wie komme ich jetzt hier hin? Das ist die Frage. Jetzt geradeaus, ne? Ja. Ich wollte eigentlich Folgenpäuschen machen, Mensch. Wieso? Ah, okay. Ich glaube, das machen wir noch schnell. Jetzt habe ich einen Lauf. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Oder auch nicht. Wo geht's jetzt wieder weiter? Mensch. Wo geht es weiter? Da hinten ist wieder so ein Ding. Ey, was ist denn das für eine... Für ein Kackturm? Wie soll das gehen? Ich werde hier einfach jetzt mal einen kleinen Speicherpunkt setzen. So, gespeichert, zurück. Ah, es geht nicht zurück, solange es speichert. Jetzt aber. Da muss ich mit Anlauf wohin, oder? Vermute ich, oder? Mal Anlauf und dann springen und dann... Ey, das ist nicht normal, oder? Diese... Wie soll denn das gehen? Das geht nur von der Seite. Aber so weit kann ich doch gar nicht springen. Ich mag die Türme nicht. Ganz und gar nicht mag ich die Türme. Ich bin fast oben. Diese scheiß Ankündigung geht mir sowas von auf den Sack, ehrlich gesagt. Es bleibt nur der Weg hier, oder? Aber wie soll denn das gehen? Okay, ich riskiere es einfach. Ah. Oh. Wo stehe ich hier? Und jetzt? Ja, und jetzt? Verdammte Scheiße. Ehrlich jetzt, ohne Mist, das ist so ein Rotz hier. Hier breche ich mir bestimmt die Hacken jetzt. Das heißt, ich mache hier doch ein Folgenpäuschen. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich werde sehen, wie es hier weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und seid gespannt, ob ich den Turm schaffe oder nicht. Ich weiß es noch nicht so wirklich. Tschüss, bye bye, winke winke, bis zum nächsten Mal. Hier war euer Sanvicol mit Far Cry 4. Bye bye. In Nordkyrat, ne? Tschüss.